Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zelda The Wind Waker HD natürlich. Und zwar, ja, wir haben uns endlich das Schild besorgt, wir haben uns ein Schwert besorgt, wir haben die Quest mit den Schweinen erledigt. Ja, Oma ist leider furchtbar traurig. Errol wurde entführt. Ich verwechsel immer die Namen, wie schlimm. Ja, ich würde sagen, wir haben hier soweit alles erledigt. Wir wollen natürlich unsere Schwester retten. Und ja, ich würde sagen, wir machen es auf die Socken, ne? Auf zum Piratenschiff. So, jetzt kommen wir nicht und sagen, das Schild ist scheiße. So. Na, der Schild hat aber auch schon bessere Tage gesehen. Was? Hallo? Das ist das Heron-Schild. Das ist super. Ob der wohl noch zu gebrauchen ist? Soll ich es dir zeigen? Naja, wird schon seinen Zweck erfüllen. Also dann stechen wir in See. Yay, es geht los. Bist du bereit? Eigentlich, wir haben alles erledigt, wie gesagt. Ich würde sagen, wir sind. Los geht's. Rette deine Schwester Errol, mache ich. Du passt gut auf dich auf. Auch das. Du bist ein Krieg, Mann. Wo kommst du denn her? Oh, Mama. Ja, gut, okay, da willst du mir auch das Herz zerreißen. Ich damit den Ring irgendwann mal fertig mit Winken? Wenn ich dich so sehe, frage ich mich, ob es nicht vielleicht das Beste wäre, du würdest die ganze Sache nochmal überlegen und von Bord gehen. Das hättest du gerne, oder? Glaub mir, bald bist du völlig fertig mit den Nerven und von Heimweh zerfressen. Ja, sei vernünftig und überleg es dir nochmal. Noch ist es nicht zu spät, um zu ihm zurückzukehren. Link, lauf hier nicht so planlos rum, du behinderst nur alle. Ich hab dich Nico zugeteilt. Also geh unter Deck und frag ihn, was du tun kannst. Okay. Warte. Hart Steuerbord und auf nach Norden. Ja. Wenn du hier rumstehst, kann ich mich gar nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Zieh Leine, Kleiner. Ey, was daran so schwer, ein bisschen geradeaus zu lenken? Solltest du nicht unter Deck zu Nico gehen? Ja, gut. Mann, ein echter Glücksfall für Nico. Ganz unten in der Mannschaftsrangliste hat man es ja schon ziemlich schwer. Ja, wie, du bist nicht das Letzte? Oh Gott. Nico scheint regelrecht begeistert, dass er jetzt nicht mehr das letzte Glied in der Kette ist. Aber dein Obermatrose wird es dir bestimmt nicht leicht machen, genau. Aber wenn du gute Miene zum bösen Spiel machst, wird es nicht so schlimm werden. Genau. Ja, du bist schwach. Ich kann nicht lesen. Auch ganz schrecklich. Ja, was ist denn hier? Gucken wir nochmal. Chef. Hey, dein Name war doch Link, oder? Hey, ja. Komisch, wie Wand hast du da an? Ist das auf eurer Insel gerade so der letzte Schrei oder so? Aber irgendwo erkenne ich dieses Gewand doch. Ich kann mir vorstellen, weil ich es nicht kenne, aber da kommen wir später dazu. Ich würde sagen, hier haben wir eh nichts zu erledigen. Schießen wir den Weg rum, dann kommt noch Nico. Oder ab zu Nico, so. Oh,
Nicht sofort. Hier ist ein Captain Tetras. Entschuldigung, hab weggedrückt. Kajüte, da darfst du nicht rein. Selbst wir dürfen ja nur alle Jubeljahre mal rein. Da ist wohl klar, dass Fremde überhaupt keinen Zutritt haben. Tja, so ist das. Keine Sorge, wir können uns da drin später noch umgucken. Alles nach und nach. Ja. Und hier würde ich sagen. Nein. Doch, geht. Wusste ich doch. So, naja, gut, zwei Rubine hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Ja. Hey, Neuer. Ich bin ab heute dein Obermatrose, kapiert? Also hör auf das, was Nico dir sagt, und wir werden uns bestens verstehen. Also, als erstes machen wir mal... Entschuldigung. Nochmal Entschuldigung, den Aufnahmetest, wie es sich für einen neuen gehört, kapiert? Also, sieh mir genau zu, wie ich es mache und schau dir tüchtig was ab, kapiert? Versuchen wir mal. Zuerst betätigst du den Schalter hier. Okay, das ist nicht so schwer. Stell dich einfach davor und bewege, den linken Prügel da, um auf den Schalter zu steigen. Kapiert? Jo, kapiert. Die Plattformen fahren dann von unten rauf und du musst auf sie drauf springen. Ja, läuft bei dir. Dann musst du auf die Plattform vor dir springen. Aber sie ist ein bisschen weit weg, was? So weit springen ist leider nicht drin. Aber es gibt natürlich einen Trick. Lass mich raten, da dran. Wenn du an das Seil springst, kannst du dich an ihm festhalten. Mit Hilfe von linker Prügel kannst du schwingen. Und wenn du A drückst, lässt du los. Ach, sag bloß. Ja. Na, hast du alles kapiert? Das machst du dann einfach ein paar Mal, bis du bei der Tür zu dem Raum da hinten bist. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen erkältet und ja, es steckt halt alles noch ziemlich schwierig. Allerdings bleiben die Plattformen nicht ewig oben, also musst du dich schon ein wenig beeilen. Kapiert? Ja, ich denke, ich hab's kapiert. Bis du es hierher schaffst, brauchst du ja mindestens ein Jahr Übung. Naja, wenn du schneller schaffst, sollte ich dich wohl loben. Ich glaube nicht, dass ich da ein Jahr für brauche. Also, häng dich rein. Ja, hängen vor allem. Als erstes würde ich sagen, fahren wir die Dinger mal wieder runter. Dankeschön. So. Dann läuft nämlich nicht schon die Zeit, ne? So. Jetzt läuft meine Zeit. Oh Mann, was machst du denn? Ich hab zweimal gedrückt. Entschuldigung. Voll der Loser. Also wirklich, was soll das werden? Du musst schon genau springen. Wenn du es bis hierher schaffen willst. Ja, mach ich doch. Ach ja, eins habe ich noch vergessen zu sagen. Wenn du an einem Seil hängst, kannst du mit L die Richtung, in die du schwingen willst, ändern. Sag bloß, das habe ich schon rausgekriegt. Verwende ZR, um anzuhalten. Ja, mit der Hilfe von L kannst du das Seil dann rauf- oder runterklettern. Kapiert? Jupp, alles verstanden. Ich hab einen nervösen Daumen, das ist alles, Meister. Ich habe das hier lange nicht gespielt. Ich hab den Scheiß an. So. Oh nein, jetzt klingelt das Telefon. Tut mir leid, ich muss kurz Pause drücken. So, weiter geht's. Alle, hopp. Oh, wieder. Nein, ich kann eben springen. Da lang. Danke. Na komm schon. Da lang. Das war knapp. Ja, mach keinen Scheiß. Ja. Oh, ich muss mich beeilen.
Schneller, schneller, dreh ich rum. Was? Das hast du so schnell geschafft? Ich hab dich wohl unterschätzt. Aus dir wird vielleicht mal ein so guter Matrose, wie ich es bin. Ja, so wie du bestimmt. Entschuldigung. Ob ich ihm das wohl so einfach geben kann? Ach was, wird schon passen. Also, die Schatzkiste da drüben ist für dich. Kleine Anerkennung von deinem Obermatrosen Nico sozusagen. Nimm dir den Schatz besser schnell, bevor die anderen kommen. Mach ich doch glatt. Tschüss. Ja, worauf wartest du, Dumpfbacke? Okay, Rainer. Die Stachelkiste? Das ist bestimmt was Gutes. Du hast die Beutetasche gefunden. Ach ja, die brauchen wir ja auch noch. Eine praktische Tasche, in der du hauptsächlich im Kampf eroberte Items verstauen kannst. Von diesen Items gibt es insgesamt 8 Arten. Wenn du den Inhalt der Tasche ansehen willst, wähle sie an und drücke Y, X oder R. Hi! Hey Link, wir sind in der verwunschenen Bastion angekommen. Komm sofort rauf. Habe ich mir doch gedacht. Ja. Können wir hier noch was abstauben? Ja. Nee, nicht wirklich. Okay. Ja, Nico. Kannst du mal sehen, was? Ich bin Skiller, aber sag ehrlich. So, hier wieder rauf. So, Nico, tschüss. Hier nichts drin, komm. Mut sich nicht. Da kommen wir immer noch nicht rein. Da müssen wir wieder raus. So. Und ich würde sagen, es war ein bisschen Hallo. Kurz. Hey, Link! Hier bin ich. Hier bin ich. So meine ich's. Wo ist... Ganz da oben? Okay. Können wir die Kamera retten? Ach ja, komm mal. Was treibst du bloß so lange mit Nico? Ihr werdet doch nicht irgendetwas um einen Schatz oder sowas gewettet haben, oder? Geht den Scheiß an. Aber wie auch immer, sieh mal. Das ist sie, die verwunschene Bastion. Okay, sieht nicht gerade freundlich aus. Da ist der Maskenvogel. Früher war das hier nur der Unterschlupf einer Bande feindlicher Piraten. Aber jetzt scheint es da wirklich gefährlich geworden zu sein. Sieh mal da. Schon längst gesehen. Und da ist Ariel, da sind ganz viele Möwen. Sieh mal da, da drüben. Das Fenster da. Leider gut bewacht, wie ich gerade feststelle. Kommen dir die Möwen irgendwie bekannt vor? Ich vermute mal stark, dass sie da oben deine Schwester gefangen halten. Ja, gehe ich auch von aus. Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Ja, ist mir nicht entgangen. Die finden uns noch bevor wir überhaupt einen Fuß an Land setzen. Wie stellen wir das wohl am schlauesten an? Oh, wenn sie so guckt, habe ich ein ganz schlechtes Gefühl. Super Idee. Du mach doch nicht so einen Aufstand. Ein paar Opfer muss man bei solchen Unternehmen eben bringen. So ist das halt. Ja. Außerdem ist die Sache völlig ungefährlich. Wir machen das schließlich ständig. Sicher? Also, ist alles bereit? Lass ihn ordentlich durch die Luft sausen. Ich will einen Flug nach Vorschrift sehen. Okay. 3, 2, wie er guckt. 1, oje. Das würde mir auch nicht gefallen. Wie ein scheiße Wind, ne? Oh. Klatsch. Ich würde sagen, war nicht ganz korrekt. Und wo ist das? Verdammtes Schwert. Scheiße.
Bastion. Okay, Leute, ich würde sagen, wie wir Erde hier lebendig rauskriegen wollen, ohne Schwert, und ob wir unser Schwert überhaupt zurückkriegen, wir werden sehen. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.